Herzlich willkommen, liebe Freunde der neapolitanischen Homepizza. Heute schauen wir uns ein paar Fragen an, die ganz, ganz oft gestellt werden in diverse Foren oder auch bei uns im Support zum Thema Effe Juno. Ganz wichtig, wenn Sie immer aktuell am Stand der Dinge sein wollt, alle News mitbekommen wollt, seid ihr nicht, lasst ein Like auf unseren Kanal und abonniert ihn auch. Und in Kürze neu auf unserer Seite, da gibt es dann die Blog-Sektion, wo Rezepte, wo der eine oder andere Rechner auch drinnen sein wird und so weiter und so fort. Also schaut einfach regelmäßig vorbei. Es gibt immer wieder etwas Neues. Und jetzt schauen wir uns die wichtigsten Hinweise für den Gebrauch mit dem Effe Juno an. So, vorn steht jetzt ein Effe Juno P134H509. Das heißt, das ist die normalhohe Variante mit maximal 509 Grad je Thermostat. Ganz wichtig, obere Regler, obere Spirale, untere Regler, untere Spirale. Sollte das bei irgendjemandem anders sein, dann ist da definitiv was nicht richtig angeschlossen und ja, derartiges passiert leider Gottes hin und wieder. Deswegen immer mal schauen, obere Regler, obere Spirale, untere Regler, untere Spirale. Wenn man den Ofen einschaltet, sollte auch gleichzeitig in der Kammer ein Licht angehen und er beginnt mit dem Vorheizen. Bevor wir das aber machen, sollte man immer rund um den Ofen sämtliche Folien entfernen, die bei der Auslieferung natürlich drauf sind, sind jetzt logischerweise auf unserem Vorführgerät hier, das schon sehr viele Pizzen gebacken hat, nicht mehr oben. Das heißt, als erstes einmal alle Folien rundherum runtergläzeln, damit sich nichts einbrennt. Apropos Einbrennen, eine der meistgefragten Fragen ist, wie brennt man denn diesen Biscotto richtig ein? Und da gibt es jetzt zig verschiedene Möglichkeiten und auch Anleitungen. Und wenn man sich anschaut, es steht auch in der Anleitung was mit in kleinen Schritten hochfahren. Ich persönlich sehe das so. Diese Biscotto-Steine sind mit Pi mal Daumen um die 800 Grad gebrannt. Das heißt, sofern die nicht feucht geworden sind, braucht man sie grundsätzlich nicht speziell einbrennen. Das aber ist, in jeder Ofenproduktion gibt es gewisse Produktionsrückstände und sowas und die möchte ich natürlich nicht in der Pizza drinnen haben. Weder geruchlich noch geschmacklich noch sonstiges. Das heißt, ich persönlich brenne jeden neuen Effe Juno mal mit der Einstellung 300, sprich 300 Grad oben, 300 Grad unten für eine gute Stunde, eineinhalb Stunden ein. Das kann man übrigens auch ganz gerne in der Garage oder auf der Terrasse machen, weil da sind gewisse Produktionsrückstände drinnen, das verdampft, das verdunstet beim ersten Mal anheizen und das führt dann doch zu den einen oder anderen stechenden Geruch, den man jetzt wohl eher weniger im Haus haben möchte. Von der Seite her bitte so mal mindestens eineinhalb Stunden einbrennen. Was auch oft passiert, ist, dass der Ofen hat einen Art Überhitzungsschutz und dass dieser mal auslöst. Dazu gibt es auf der Rückseite eine Sicherung und diese Sicherung auf der Rückseite, wenn die auslöst, ist der ganze Ofen mal grundsätzlich aus. Wenn dem so ist, bitte Ofen vom Strom trennen, Sicherung drücken und dann den Ofen wieder neu in Betrieb setzen. Sollte das öfter passieren, dann wiederum ist es so, dass wahrscheinlich irgendein Thermostatfehler vorhanden ist bei dem Gerät, dann bitte unbedingt melden und wir lassen die Ersatzteile, die dafür nötig sind, zukommen. Jetzt vielleicht die wichtigste Frage, wie backe ich die Pizza, wie stelle ich die Temperatur ein? Dazu ist einmal ganz einfach gesagt, aufheizen 509 oder 459, je nach Variante, einfach einmal den Stein durchheizen. Ja, der Ofen ist so, dass er die Steintemperatur nach
verhältnismäßig relativ wenig Minuten bereits hat, allerdings dann nur die Oberflächentemperatur. Wenn ich vernünftig mehrere Pizzen nacheinander backen will, muss ich dafür Sorge tragen, dass der Stein wirklich gescheit durchgeheizt ist. Dafür lasse ich diese Einstellung, sprich oben Maximum, unten Maximum, mal zumindest 45 Minuten laufen, bis dieser dicke Biscotto auch wirklich durchgeheizt ist. Gut, nun ist die Gretchenfrage, welche Einstellungen nimmt man bei dem Ofen vor, um Pizza zu backen? Dazu ist einmal wichtig zu wissen, welche Hydration habe ich, sprich wie viel Prozent Wasseranteil ist in meinem Teig. Eine Faustregel ist, bin ich so im Bereich 55-60% Hydration unterwegs, dann sollte ich eine Steintemperatur von bis zu 500 Grad haben. Bei 65% oder sagen wir mal 70-65%, muss man ein bisschen auch ausprobieren, je nachdem wie kühl die Teiglinge sind, werden wir so irgendwo zwischen 420 und 450 Grad Steintemperatur sein. Und alles, was dann darüber ist, also sagen wir jetzt einmal so Pi mal Daumen 80% Hydration, da brauche ich dann überhaupt nur meine Steintemperatur von 380 bis 400 Grad. Das ist einmal grundsätzlich die Steintemperatur. Damit ich die Steintemperatur weiß, ist allerdings dieses Thermostat hier relativ unrelevant, weil das sagt mir eigentlich ja nur die Kammertemperatur. Und diese misst ja nur die Luft. Das heißt, es ist wirklich notwendig, dass ich mit einem Infrarotthermometer die Steintemperatur selbst direkt messe. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Backen. Wie backe ich? Da gibt es ja diverse Aussagen von ich backe immer auf 509 über ich backe auf 450, wie auch immer. Ich persönlich sehe das generell ganz anders. Warum? Denken wir mal an einen Gasofen oder einen Holzofen. Ein Gas- oder ein Holzofen hat im Prinzip unten ja gar keine Spirale oder Heizung, sondern es geht ja nur über die Flamme, die von oben kommt und die indirekt den Stein erhitzt. Jetzt hilft man sich hier bei einem Elektroofen aufgrund der fehlenden Leistung jetzt im Verhältnis zu einem Holz- oder einem Gasofen. Wir sprechen da doch bei einem gleich großen Gasofen von 10 kW in etwa und so ein Ofen hat jetzt hier ungefähr 3 kW. Jetzt hilft man sich, dass man wirklich oben und unten Heizspiralen macht. Und jetzt geht es eigentlich darum, möglichst gut im Elektroofen zu simulieren, was der Gasofen oder der Holzofen im Prinzip indirekt sowieso machen. Sprich, ich backe so, dass ich, wenn ich backe, meistens irgendwo so bei 75 bis 150 Grad bei der Unterhitze bin und bei der Oberhitze bin ich auf Maximum. Warum? Ich will ähnlich wie bei einer Pizza aus dem Gasofen alle erdenklich mögliche Leistung von oben haben und in der Zeit, wo ich sozusagen gerade keine Pizza raus oder reingebe, in der Zeit, wo quasi der Ofen leer ist, wird durch die Spirale von oben nachgeheizt. Dadurch ist es wiederum so, dass in dem Moment, wo ich die Pizza hineingebe, die obere Spirale bereits Vollgas glüht und ich somit automatisch einen ähnlichen Effekt habe, wie ich das in einem Gasofen habe. Jetzt wann dreht man dann unten rauf? Unten drehe ich dann höher, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, mehrere Freunde eingeladen habe und 10, 15 Pizzen auf einmal mache und ich merke, dass mir der Stein kühl wird. Wenn der Stein kühler wird, muss ich unten nachdrehen, damit schlussendlich der Stein auf der, wie vorher bei der Hydration angesprochenen Temperatur, seine Temperatur hält. Bin ich aber jetzt alleine, muss alleine belegen, alleine ausziehen, habe immer 2 Minuten Zeit zum Nachheizen, dann arbeite ich persönlich tatsächlich nur mit 75 Grad und dann halt oben Maximum beim Backen. Und wenn der Ofen längere Zeit dazwischen steht, dann drehe ich tatsächlich oben so auf 400 bis 420 Grad zurück. Das muss jeder, das ist ja nur ungefähr vom Thermostat, das muss jeder ungefähr selber sehen, ab welcher Temperatur der Stein nicht mehr überhitzt.
Eine weitere oft gestellte Frage ist Originalstein rein oder Originalstein raus? Wie wir hier an meinem Ofen sehen, der Originalstein ist draußen. Warum? Ich möchte mir nicht eine zusätzliche Hitzebarriere, sprich somit wiederum mehr Energieverbrauch, bauen mit einem Stein, den ich in Wirklichkeit nicht brauche in dem Ofen. Also von der Seite her auch Effiuno empfiehlt, Originalstein raus und nur den Biscotto hineinlegen. Da kommt übrigens auch öfter die Frage, der passt nicht genau oder der liegt dann auf den Brennstäben auf. Ja, genau. Warum ist das so? Ein Biscotto ist relativ feucht, wenn er gebrannt wird und verliert mit der Zeit, je öfter er erhitzt wird, auch tatsächlich an Größe. Das heißt, würde das Unternehmen, das die Steine herstellt und auch schneidet, die auf die die richtig zuschneiden, dann kann es sein, wenn der Feuchtigkeit beim Transport kommt, dazukommt und so weiter, dass dann die Steine nicht mehr in den Ofen hineinpassen. Deswegen werden die von Haus aus ein bisschen kleiner geschnitten und das führt halt dann dazu, dass am Rand ein kleiner Spalt ist, aber das tut eigentlich dem guten Backergebnis keinen Abbruch. Oftmals kommt auch die Frage nach dem, wie man so einen Ofen reinigt. Wie man hier in dem Ofen sehr schön sieht, am besten gar nicht. Nein, Spaß beiseite. Den Ofen reinigt man tatsächlich wirklich nur durch Pyrolyse. Bitte auf keinen Fall mit Wasser oder gar Scheuermittel, Putzmittel, sonstiges den Stein reinigen. Einfach, wenn mal was daneben gegangen ist oder Käse oder Tomatensauce oder was auch immer auf dem Stein ist, Maximum zumachen, Maximum aufdrehen, oben, unten und dann mit einer vorzugsweise selbst gebastelten Bürste einfach nur abkehren auf die Seite und wenn er kalt ist, nach vorne kehren und dann aussaugen. Auf keinen Fall innen mit Wasser oder Putzmitteln arbeiten. Sonst der restliche Ofen, innen wie außen, kann man ohne weiteres mit einem feuchten Lappen und einem Putzmittel leicht reinigen. Rein grundsätzlich ist es aber ein Gebrauchsgegenstand, also ja, vielleicht auch da nicht unbedingt mit Scheuermitteln arbeiten, weil sonst die Front und das Ganze zerkratzt wird. Also wirklich nur mit sanften Putzmittel und Lappen außen sauber wischen und innen tatsächlich wirklich nur kehren. Übrigens, Video zu dem, wie man so eine Bürste baut, findet man in unserem YouTube-Kanal. Ja, leider passiert es immer wieder, wir müssen doch uns immer wieder vors Auge führen. Wir reden ja von einem Ofen, wo wirklich starke Spannung herrscht, starke Stromstärken herrschen und wo immer wieder eingeschaltet, ausgeschaltet wird von den Heizspiralen her und so weiter und so fort. Und das führt immer wieder zu den einen oder anderen Spannungsspitzen. Ja, und das schwächste Glied gibt ganz gerne nach und das ist unsere Lampe. Die Lampe kann man wie folgt tauschen. Als allererstes bestellt man sich einmal bei uns zum Beispiel im Webshop eine neue Birne oder am besten gleich mit dem Kauf mit. Dann kann man einfach, ich habe jetzt einfach ein Messer genommen, auf der Seite reinfahren ins Glas und das wegziehen. Ja, und dann einfach nur mal hinein und die gesteckte Lampe rein oder raus. Und schon ist die Lampe getauscht. Kommen wir zu einer weiteren oft gestellten Frage oder zu mehreren oft gestellten Fragen zum Thema Lüfter. Wir sehen hier gleich einmal eine von mir gemachte Optimierung. Ich selbst habe meinen Ofen, wenn ich damit backe, direkt unter der Dunstabzugshaube stehen und da ist es kontraproduktiv, wenn die Luft nach unten ausgelassen wird. Deswegen habe ich einfach diese Schrauben hier geöffnet und habe das Lüftungsgitter nach unten oben hin montiert, sodass die Luft schon mal nach oben geblasen wird und deswegen viel besser von der Dunstabzugshaube abgesaugt wird. Zum Lüfter selber. Der Ofen soll bitte nicht, nachdem er verwendet wurde, gleich vom Strom getrennt werden, denn hier drin ist ein Technikschacht und in diesem Technikschacht sind diverse doch sensible Teile
und die sollten nicht überhitzen. Dadurch ist ein Fühler verbaut und selbst wenn der Ofen schon ausgeschaltet ist, und es kann auch sein, dass der schon eine Stunde ausgeschaltet ist, wenn in dem Technikschacht sozusagen wieder die Temperatur zu warm wird, dann fängt dieser Lüfter wieder an zu laufen. Das ist auch der Grund, warum der Lüfter beim Aufheizen deutlich verspätet anspringt, weil die Steuerung dafür relevant ist im Technikschacht, die Temperatur und deswegen es oft eben ein Nachlaufen gibt, selbst wenn der Ofen schon lange ausgeschaltet ist. Auch wenn der Lüfter schon mal ausgewesen ist, springt er ganz gerne wieder an und wie gesagt, beim Aufheizen springt er ebenfalls deutlich verzögert an. Oftmals bekomme ich die Frage gestellt, wie heiß wird denn so ein Ofen? Dazu sei folgendes gesagt, der Ofen ist sehr gut isoliert, das heißt man kann ohne weiteres außen herum überall auf den Ofen greifen. Wie hier bereits ein Logo anzeigt, dieser Teil hier wird sehr heiß, sollte man nicht im Betrieb angreifen. Genauso hier natürlich bei den Ecken und Kanten, wo der Ofen oft geöffnet wird, wo das Glas ist, wo im Prinzip nur durch die Dichtung eine kleine Trennung ist. Dort wird der Ofen ebenfalls so heiß, dass es nicht empfehlenswert ist, draufzugreifen. Sonst ist der Ofen rundherum von der Abwärme her überhaupt kein Thema und man kann tatsächlich im laufenden Betrieb überall auf die Metallteile draufgreifen, außer auf die vorher genannten.